So, willkommen zu einem neuen Part Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfürst. Wir haben im letzten Part die Musiker zusammengetrommelt und jetzt geht's hier direkt weiter. Wir müssen erstmal das unterirdische Stromkraftwerk wieder einschalten, damit hier das Festival laufen kann. Ohne Strom kannst du kein so tolles Festival machen. Na komm. So, Piranha-Pflanze ausgeschaltet. So. Okay, das bringt ja nichts. Oh nein. Wir haben am Gift gestorben. Am Anfang des Parts. Gut, hier machen wir mal wieder. Von vorne geht's los. So, let's go. Jetzt müssen wir ohne Strom hinkriegen, wie es aussieht. Logisch. Außer Betrieb gebrachten Stromkraftwerk. So, also, ohne Strom arbeiten können. So, ups. Immer hoch. So, mal die Giftpflanzen hier aus dem Weg räumen. Giftspuckende Piranha-Pflanzen. Nein. Wir werden von Insekten angegriffen. Angepiekst. Okay. Lila Münzen. Sehr schön. Dann mal 21. Wie kommen wir hier rüber? Oh, Schande. Animo. Wie soll denn das was werden? Wie sollen wir da denn rüberkommen? Das bewegt sich nicht. Muss wohl irgendwie noch was anderes aktivieren. Jetzt dreht sich gerade nur das hier. Können wir hier nochmal? Können das hier irgendwie. Nee. Ist seltsam. Jetzt kriegen wir den Strom da an. Die anderen Dinger bewegen können. Aha. So geht das. Müssen wir nur unsere Mütze gegenwerfen. Hätte ich das mal früher gewusst. Hätten wir hier einige Tode verhindern können. Ach du Schreck. Hält es da auch gleich an? Ja, sehr schön. Ah, da schlüpfen erst die Insekten raus aus den Narren hier. Ist ja wieder nicht. Wo geht's hier jetzt lang? Da geht's lang. Aha. Nein. Nein, 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 nein. Vielleicht kriegen wir das Musical heute mal gestartet. Das Musical, das Festival. In diesem Part. So, hier mal die Giftpflanze ausschalten, bevor sie uns ausschaltet. Man lernt immer wieder dazu, dass man die Dinger auch noch bewegen kann. Das muss dann natürlich erstmal ausfällig rausfinden. Giftpflanze besiegt. Ich muss erstmal hier die Insekten ausschalten oder sie nicht ausschalten lassen. Ups. Müssen wir ein bisschen Gift entfernen. Noch eine extra Runde. Eine Bonusrunde. Und hops.
Larven am besten entfernen, bevor sie zu Insekten werden. So, sind wir wieder hier. Warte, warte, warte. Und jetzt vielleicht. Uha, knappe Sache. Nee. Knapp daneben ist auch daneben. Fast heißt eben nicht. Ob wir das hier heute noch hinkriegen. Und ob wir hier heute wieder den ganzen Partnern beschäftigt sind. Hiermit. Na komm, sag einfach brennen, ja, Pflanze, kriegen wir doch hin. Na komm hier. Na toll. Jetzt habe ich nur noch ein Herz. Ein Herz für Mario. Jetzt hier noch ein Schaden kriege, dann ist wieder vorbei. Na komm. Gibt's ein Herz für Mario? In der Box. Heart in der Box. So, wie machen wir das am dümmsten? Frühzeitig raufspringen und schnell rüber. Au, Kacke. Es wird doch nicht mehr nichts. Verdammt. Ich hab den Dreh noch nicht raus. Denn das ist das hier eine Pflichtquest, die wir hier machen müssen. Um am Abenteuer weiterzukommen, eine Storyquest. Ist jetzt nicht für einen einfachen Mond. Es geht hier wirklich ums Eingemachte. Und ich verschwende hier die Zeit mit Fails in Super Mario Odyssey. Fails in Super Mario Odyssey, das ist ja herrlich. Das kinderleichteste Spiel, kinderleichteste Mario-Spiel überhaupt. Das musst du erstmal schaffen, so zu failen. Ohne Kunst. So ein Mario Videos zu fällen wie ich, das ist dann auch wieder eine neue Art von Entertainment. Kann man so oder so sehen. So, und jetzt mal hier rauf. Larven entfernen. Nicht benötigtes Herz für Mario. Bleibst du oben. So. Und jetzt. Und. Na komm, machst du hinne. Jetzt können wir da irgendwie oben drauf stehen bleiben und. Dach, leck mich doch. Irgendwann beim 125. Versuch kriegen wir es auch mal hin. Ich komme mit dem Brett dort hinten nicht zurecht. Mit dem sich drehenden. Da weiß nicht, wann ich abspringen muss. Hier gibt es auch wahrscheinlich eine ganz leichte Lösung für. So schwierig ist das nicht. Im Elektrizitätskraftwerk. Ein bisschen fehlen. Joa. Müssen hier nur Stufe höher, bevor das hier vorne stehen bleibt, weil sonst zerwalzt es uns. Larven entfernen. Ein schwer belegtes Herz. Und jetzt hier schon mal wieder. Wenn wir oben drauf springen, dann können wir davon abspringen. Das ist eine gewagte Sache, aber wenn wir oben drauf landen, muss man erst drauf landen. Katastrophal. Katastrophal. Wir verbringen hier eine unnötige Zeit. In diesem einen Raum. Hätte man längst schon schaffen können.
echt unnötig hier. Unnötige Tode. Unnötig. Unnötige Fails. So definiert sich ein Zwangfest Let's Play. Unnötige Fails. Unnötige Tode. Unnötige Zeitverschwendung. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Dann müsst ihr jetzt mit klarkommen. Hier wird nichts rausgeschnitten, hier bleibt auch jeder Fall mit drin. Das ist. Ja. Es gehört mit dazu. Ich will nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Auf meine eigenen Fails. Das ist nur ein beherzter Sprung und schon haben wir es hier. Das ist. Am Ende ist es so leicht und scheitert man an diesem einen Sprung. Das ist jetzt. Das ist wirklich zum Schreien. Den Rest kriegen wir hier mit Bravo mittlerweile hin. Das ist hier wirklich. Der Rest ist wirklich keine Sache mehr. Man müsste es einfach nur so schneiden, dass der letzte Take mit drin ist. Dann kriegen wir den Rest mit Bravo hin und das letzte dann einfach so. Sieht das dann wirklich professionell aus. So, jetzt mal Konzentration. Jetzt drauf. Ja, die Wand an. Wir haben nicht genug Zeit rüber zu rennen. Und jetzt. Und hoch mit dem Jopf. Verdammte Wurst. Ich hasse das Spiel. Ich hasse dieses Level. Ich will nicht mehr. Ich krieg einen Krampf. Einen Heulkrampf. Der Part hat noch ein paar Minuten. Ich muss hier noch ein bisschen. Ich kriege hier Verzweiflung hier in diesem Level. Dieser eine beschissene Raum hier. Und ihr findet es lustig beim Zuschauen. Wenigstens habe ich damit eins erreicht, das euch unterhält. Fragt dann nur, was ich aufs Thumbnail packe. Wenn ich hier den ganzen Zeit an dieser einen Brett hier verzweifle. Und hoch hier, verdammt. Alter Schwede. Fürst 2 natürlich. Was sonst? Was macht die Bürgermeisterin hier? Ich sehe ganz gern selbst nach, was in meiner Stadt so vor sich geht. Das schließt auch das Stromwerk weg. Also die ist jetzt wirklich runtergerannt. Als ob. Wahrscheinlich hat sie noch einen Fahrstuhl. Und jetzt mussten wir den Weg auf uns nehmen. Als ob. Die Freunde von diesem Bowser-Ungeheuer haben es also bis hierhin geschafft. Übrigens hier Pauline, die war. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sie ihren ersten Auftritt in Donkey Kong, also in dem damaligen Arcade-Automaten-Spiel Donkey Kong gehabt. Sie war die Prinzessin, die man damals für Donkey Kong retten musste. Es war nicht Peach, wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe. Es war Pauline. Die war damals die Dame, die von Mario gerettet wurden musste. Also hier eine kleine Wiederbegegnung. Die kennen sich schon. Saft fürs Kraftwerk. Na, geht's jetzt auch an? Na bitte. New Donk City Power. Sehr schön. Und auf den Knopf.
Stampfattacke. Power an. Licht, Strom. Oh, da werden Monde befördert. Kommen wir die irgendwie ran? ich nehme die mit. Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr im Wege. Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh, hey. Dann würdest du uns die Freude machen und auf dem Festival teilnehmen? Natürlich. Warum auch nicht? Fantastisch. Ich kann es nicht erwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Let's go. Auf geht's. Festival. Ein traditionelles Festival. Und singt Pauline uns was vor. Während wir hier ein Level schaffen müssen. Auf die Bühne kommen müssen wir. In einem Retro-8-Bit-Bereich. Sehr schön. Sehr schön gemacht hier mit Scheinwerferlicht. Und hier im, wie bereits erwähnten, Donkey Kong-Style. Das hat hier Geschichte. It's time to jump up in the air. Ja, das Titellied wird hier gesungen. Das ist bei Mario Odyssey Titellied. Ja, das Level hier ist nicht mega schwer. Es hat einfach nur für die Party. Als Hintergrund. Und hier eine Sonic-mäßige Ranke. Nicht Ranke, Rampe. Let's do the was? Let's do the Odyssey. Let's do the Odyssey. Oh. Schwerkraft umgedreht. Party Mode. Ich mache hier die Aufführung. Mario macht ja schon mal die Aufführung. Hintergrund zum Gesang. Das Songvideo. Und runter geht's. Verdammt. Haben wir ein bisschen verfehlt. Ah, das ist nicht so eine Bilanzleistung. Aber was soll's. Dann geht's weiter. Und da haben wir ja ein richtiges Donkey Kong Level hier. Ah, sieht ihr. Schrift. Tja. Eine richtig große Hommage an, oder wie man es ausspricht, an Donkey Kong. Ja, wie gesagt, da bestätigt sich das, was ich vorhin gesagt habe. Dass die beiden sich kennen. Ich habe auch mal was gehört, dass es da auch ein Gerücht, Mario-Gerücht gibt, dass das der Vater von Mario war und es mehrere Marios gibt, dass ein Senior Mario gibt und ein Rein Mario, die sich nicht da wirklich nicht kennen und das ist halt und damals der Vater von Mario die Pauline gerettet hat, gegen Donkey Kong gekämpft hat. Oh nein, jetzt hier nicht sterben. Das wäre peinlich. Ja, das wäre schon das. Das wäre halt auf der Bühnenshow, das wäre schon ziemlich peinlich. Das ist, sollte man möglichst lassen. Tja, gut. Ist das Ganze nochmal von vorne? Na toll. Wir waren bestimmt schon am Ende. Ich wollte gerade sagen, jetzt mal ein bisschen besser aufpassen.
Na gut, da wird das hier nochmal von vorne gemacht. Gut, was gibt's hier noch zu sagen? Ja, so, Level, so schwer ist das Level nicht. Ich hab jetzt Sprung gefehlt. Ja, das ist, man kennt's. Ja, hier wird halt dann der Beginn des Ganzen gefeiert. Obwohl Mario, obwohl das Donkey Kong nicht der Start von Mario, weil das war ja hier, da gab es ja noch vorher Mario Bros, also Super Mario Bros, und dann da gab es ja noch so ein, wo gegen Koopas gekämpft hat, wo es Mario sich hier in der Abwasseranlage noch mit dem, als Klempner gegen Schildkröte gekämpft hat. Ich weiß nicht, ob es damals schon Koopas waren. Auf jeden Fall gegen dem abwasserlebende Schildkröte. Das war einfach so das Level, wo du einfach gegen, musstest du gegen die Platten springen. Und die Schildkröten besiegen. Mehr war da nicht. Am Donkey Kong. Ja, das erste Mario-Spiel, was so wirklich, also das erste legendäre Mario. Das erste nicht. Und also das weltbewegendste Mario-Spiel war ja damals das hier. Super Mario Bros. 1. Das, wonach dann alle anderen Super Mario Bros., New Super Mario Bros. Und so weiter alle aufgebaut wurden. Das Herz. Das brauche ich. Das Basic für den NES. Das NES Super Mario Bros. Das Legendäre, was dann auch den, was dann auch Nintendo vorangebracht hat und das, was dann im Prinzip dafür schuld ist, dass es heute noch Videospiele gibt. Damals der Games Crash, Video Games Krise. Keiner wollte mehr Videospiele haben. Und dann kam Super Mario mit Super Mario Bros. Für die NES. Ja, und das hat die Gaming-Welt gerettet. Damals. So, haben wir es geschafft, sind wir auf der Bühne. Im Publikum sind wir erstmal. Hallo Paulina. Ja, Paulina. Vielen Dank für die Teilnahme am Festival. Und ich hätten wir das nie geschafft. Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen. Ein Dreifachmond. Ein Multimond. Noch ein bisschen zur Musik tanzen. Genau so. Let's do the Odyssey. Na, wie hat euch das Festival gefallen? Mario hat sehr gut gefallen. Er tanzt zur Musik. Na gut, holen wir uns einen Dreifachmond. New Donk City Festival abgeschlossen. Damit glaube ich auch das Cityland. Ein traditionelles Festival. Damit haben wir glaube ich auch alle Monde, die wir brauchen, um mit der Odyssee weiter zu fliegen. Das Festival vorbei. Sehr gut. Und zack. Schauen wir mal, ob es schon reicht. Oder ob wir noch weitere Monde sammeln müssen. Das reicht schon. Oder? Oder? Noch einen. Oha. Müssen wir noch einen Mond holen. So kriegen wir jetzt auf die Schnelle noch. Das wäre jetzt passend gewesen, wenn wir jetzt noch einen Mond gekriegt hätten. Sonst finden wir noch Monde. Grüß dich, Jungchen. Es nennen mich Onkel Amiibo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Entschuldige, die etwas ungewöhnliche Frage, aber besitzt ein Amiibo? Wenn welche hast, setz ruhig ein. Sie können dir dabei helfen, übrige Paumonde zu finden. Und jetzt kommt's, je nachdem, welches du einsetzt, gibt's vielleicht sogar ein kleines Extra-Kostüm für dich. Möchtest du ein Amiibo auf die Suche schicken? Sekunde, das kriegen wir hin. Ich habe tatsächlich eins, das muss ich erst mal holen. Also, Quatschern.
bin gespannt, ob das kompatibel ist. So, wir sollen es hier einfach mal auf den Controller legen. Na? Ja. Und es wird überprüft. Na? Bin gespannt. Halte gedrückt und berühre NFC-Kontaktpunkt mit einem Amiibo. Mache ich. Ich habe hier den Chibi-Robot. Irgendwo anders hier. Mal sehen, dieses Amiibo ist genau Chibi-Robo. Genau, ja, hat er erkannt. Und kompatibel. Alles klar, dann schicke ich mal Chibi-Robo los und nach Hinweisen zum Mond suchen. Es dauert genau 5 Minuten. Du kannst dir also so lange die Beine vertreten. Falls du genau draußen mal nicht weiterkommen solltest, kannst du ein Amiibo einsetzen, indem du Dinges drückst. Wunder kann ich dir keine versprechen, aber ein kleines Extra sollte drin sein. Okay, sollen wir in 5 Minuten wiederkommen? Haben wir das auch mal hier gezeigt? Und haben wir schon nachgeguckt. Gibt es hier irgendwo schnell noch einen Mond, den wir sammeln können in diesem Part? Ansonsten habe ich hier nochmal specialmäßig das gezeigt. Ich glaube, den nächsten Mond, den sammeln wir im nächsten Part ein und fliegen wir am nächsten Mond auch gleich weiter. Nächsten Part auch gleich weiter. Ich warte jetzt hier kurz 5 Minuten, dann schneide ich das noch rein, was da passiert ist. Bei dem, um es mal zu zeigen, haben wir noch am Ende des Parts noch ein bisschen was gezeigt. Bis gleich! Okay. Verstehe. Ladezeiten sind harte Zeiten. Harte Zeiten äußern sich mit Ladezeiten. Das ist der Ladezeit. Ladezeiten sind harte Zeiten. Harte Zeiten äußern sich mit Ladezeiten. Der Ladezeiten Groove. Oh yeah. Ladezeiten sind harte Zeiten. Ladezeiten, harte Zeiten. Harte Zeiten sind Ladezeiten. Das ist der Ladezeiten-Groove. Oh yeah. Jetzt auf iTunes. Ladezeiten sind harte Zeiten. Das ist der Ladezeiten-Groove. Oh yeah. Ladezeiten sind harte Zeiten. Das war's für heute mit dem Ladezeiten-Groove. Und den Rest schneide ich wieder raus. Jetzt kostenlos die EPM Soundboard App. So, 5 Minuten vorbei jetzt mal hier. Sag mal Tacheles. Hey, ich habe auf dich gewartet. Falsch, ich habe auf dich gewartet. Das Glück, Chibi-Robo ist von der Hinweissuche zurück. Ah, da gibt es einen Hinweis zu finden. Na gut, sei vorsichtig da draußen. Wo ist wohl der nächste Stern? Der nächste Mond? Also ich kann ihn nicht finden. Wo finden wir wohl jetzt noch einen Mond? Dafür habe ich jetzt den... Dafür bin ich gerade ernsthaft gestorben. Wollte es nur mal präsentieren, was so
Amiibos können. Einen habe ich tatsächlich. Ich habe einen Amiibo. Der war bei dem einen Pack mit dabei. Der war bei dem Spiel mit dabei. So, jetzt müssen wir noch rankommen. Was tun wir hier? Sehr gut, Gamma-Träger-Tunnel. Da wäre ich jetzt ohne Amiibo nicht drauf gekommen. Zum Glück habe ich ein Amiibo. Krass, wir haben endlich alle Monde zusammen. Dann geht's im nächsten Part weiter, ins nächste Mannland. 76 Monde haben wir schon. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Dann weiter geht's im nächsten Part. Die Qual der Wahl. Was meinst du, in welchem Land hat sich Bowser wohl verkrümelt? Polarland, Küstenland. Da schauen wir im nächsten Part nach. Ne, das müssen wir jetzt entscheiden. Ach du Schande. Küstenland, Polarland. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal ins Küstenland. Auf geht's. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Steigen wir nochmal aus. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.